Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege mit Jendrik. Guten Abend, Jendrik. Hi. Hi. Schon wieder Hostage, ey. Es geht. Mit dem selben Dudes von gerade eben, wobei einer ist neu dazugekommen, aber war schon. Ja, ne, passt schon. Okay, jetzt mal die Waffe laden, Mann. Ich muss die Aufsätze noch neu machen. Danke. Okay. In Ordnung. Good luck, guys. Schreibt er. Henrik, was für eine Maus hast du denn? Eine Riser Death Adder 2000. Ich glaube, ich hatte vor die 2013er Version. Ich glaube, das heißt die Apple Razer. Warte mal, wie heißt die? Steht drunter. Razer Death Adder Chroma heißt die. Ja. Ich habe, glaube ich, ich habe die in einem Amazon-Deal gekauft. Die hat, glaube ich, 45 oder 49 Euro gekostet. Und eigentlich kostet die 70, glaube ich. Ich habe es, glaube ich, für 50 oder so bekommen. Ja. Und die hält eigentlich ziemlich gut. Ich habe die gleich auch nochmal, wenn du sie haben willst, aber da ging, glaube ich, der Sensor nach der Zeit. Ne, gar nicht der Sensor, war, glaube ich, heile. Und das, was hinterher nicht mehr so gut war, war links an einem Daumen diese Gummiauflage für den Daumen. Die ging, wenn du ein bisschen gedrückt hast, dann rutschte die nach vorne einfach ab von der Maus, weil die nicht mehr so fest, nicht so klebrig war. War voll scheiße. Unten. Okay. Ja. Ja, aber ich also, ja, wenn der Sensor ja jetzt schlapp macht, das ist halt schon bitter. Und ich glaube, ich will mir den tatsächlich eine holen, bevor der Sensor schlapp macht. Nicht, dass ich das denn habe. Der Sensor macht ja schlapp. Natürlich. Und dann hast du zwei Tage lang keine Maus. 10 Sekunden bis wie gesagt, ich kann die Razer Death Adder oder sowas, kann ich dir nur empfehlen. Sowohl die neue als auch die alte. Also das ist jetzt die Chroma, die hat also mehrfarbigen Dingens und all so ein Bullshit. Gibt auch die ganz normale halt. Aber die ist echt gut. Oben sind die jetzt, oder? Unten. Nee, unten, ja. Er, komm, Mann, er schießt einfach auf die komische verstärkte Tür und gibt direkt dem Ding darunter her. Warum muss die Scheiße jetzt schon wieder unten sein eigentlich? Die haben gar nichts verstärkt, ey. Also oben auch überhaupt null. Dann gehe ich mal von da hinten rum. Jetzt ernsthaft auf die falsche Seite gelaufen. Oh mein Gott. RIP. Ja, er ist auf falsch herumgelaufen. Magazin wird geladen. Oh mein Gott. Die laufen wir komplett rum. Warum? Haben wir eine Runde? Ja, einmal. Muss ich ja nicht aufpassen, dass ich hier jetzt sterbe. Kann ja keiner mehr sein. Da ist der Geist. Er ist hier bei mir. Ja, es ist geil. Fuck, Mann. Da, wo ich gestorben bin, steht auf meiner Leiche. Ja, guck mal hier. Du kommst nicht mehr raus. Hinter euch. Noch einer vom eigenen Trupp. Ist eigener Trupp neutralisiert. Er läuft einfach raus, Mann. Was hat die Äste gemacht, Mann? Was hat die gemacht da? Ich sehe es nicht. Ja. Sie rennt weg. Sie rennt einfach weg.
Ich versuche in den Raum reinzukommen, sie rennt weg, der Typ kommt um die Ecke. RIP. Ja, Kamera, der Typ ist noch so in dem Raum. Das ist sehr gut, Kamera zu benutzen. Boah. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Ja, komm, her, ich hab drei Leute weggemacht, ey, und wir verkacken es einfach gegen den 5 gegen 1 gespielt. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sicher. Haben wir? Ja, das ist jetzt richtig bitter. Ich hatte halt Pech. Ich wollte halt die eine Wand zerstören und mit der anderen halt reinsmoken, und als ich um die Ecke gekommen bin, kam der Typ halt um die Ecke. Weil ich halt gerade die Smoke geschmissen habe. Es. Wow. Das ist eigentlich mehr ernst. Nein, tu es doch nicht. Gute Arbeit. Standort. Die sind aber auch teilweise einfach so richtig dämlich. Sind sie auch. Ey, Mervin, ich kann über das Schild nicht drüber springen, das geht nicht, das ist bugged. Du kannst ja nicht drüber springen. Wow. Nice. Nice, ich kann. Wow. Nee. Ja, ich bin jetzt tot. Also, ich kann nicht so hin, ich komme in keinen Raum mehr rein und alles ist zu. Nice. Ja, ja. Ja, ich schieße Platz 5. Ja, das Spiel ist so. Das ist so buggy. Es ist so buggy. Es ist so buggy. Das ist echt nicht mal. Das ist echt nicht mal witzig. Der Snipe, der Glas, der liegt einfach Kopf voran auf der Treppe und die Schießung von geradeaus einfach in den Körper ins Gesicht rein, ne, und er hat ungefähr noch 80 Leben ab. Come back in the room. Wie jetzt alle hier drin sind. In einem kleinen Raum, ja. Mhm. Der Glas ist der Letzte, kann halt nichts machen. Wenn wir jetzt alle einzeln picken und sterben, dann ist es recht ärgerlich. Ja, vor allem Mervin, er hat auch noch die Geschalle mit, er kommt um die Ecke, du hast jup, jup. Jetzt guckst du an, wie das bei mir aussah. Vor allem, einfach ernsthaft, weil er wegrennt, weißt du? Weil er wegrennt. Der Typ rennt deinem Mate hinterher und, ja. Jup. Ja, lass mal aufschießen. Okay. Boah, ich wollte schon sagen, ey. Es ist deren Ernst, Mann. Es hat doch jemand den Scheiß genommen. Ich hab doch extra abgewartet. Was war jetzt das Problem? Irgendjemand hat den Thermite genommen und dann habe ich Sniper gepickt und dann hat er von Thermite auf was anderes gewechselt. Auf Blitz oder so.
Genau, irgendeiner hat Thermite genommen, daraufhin habe ich dann Thatcher genommen, weil ich mir dachte, bevor wir jetzt Thermite haben und wir nichts machen können. Ja. Und dann wollte ich halt den Sniper, die Wichser spielen, weil die bestimmt irgendwie. Die sind wahrscheinlich jetzt nicht nochmal unten. Geht ja nicht, weil die unten gewonnen haben. Ja. Falsch gedacht, weil irgendjemand anders jetzt gewechselt hat. Aber egal. Die sind oben, glaube ich. Ja, unten wurde wahrscheinlich gespottet. Die sind oben. Müssen wir bei der Straße spawnen. Wow. Da spielt einfach den Blitz, ey. Ja. Ach, der Raum ist das hier. Ja, soll ich aufmachen? Ja. Offen. Lade nach. Wow, ernsthaft. Move, I breach. Okay. Irgendwo gerade durch. Ja. Welcome back. Einen habe ich. Ich habe einen geschossen. Links ist einer. Oh. Da ist eine Bärenfalle. Ja, dann ist die letzte, die nicht gespottet war, die fucking Huren-Fotze von links. Ah, ich bin so blind, ne? Erstmal 2,50 Meter fahren, die Beine brechen. Und dann droppt die Geisel da rein, wie wir es schon mehrfach hatten. Weißt du doch, bei mir ist eine Mal, wo die vom Geländer gestürzt ist. Ja. So geil. Junge, Mann, kannst du mal diese ekelhaften Sachen bitte da reinlassen? Entschuldigung, Bro. Stört mich echt an, ja. Entschuldigung, Bro. Das kann man nicht entschuldigen. Wartet. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum. Geisel muss beschützt werden. Erstmal also C4 an ihr anbringen. Hallo? Hier ist die Schockdrohne. Es bleiben noch 10 Sekunden. Schockdrohne kaputt, weißt du das? Keine Ahnung, ich hab sie noch nicht gesehen. Aber über Schick kommt sie ja eh nicht. So gesehen, also. Richtig. Aber mir leckt es gerade voll. Oh, hier ist noch eine Wand nicht verstärkt. Okay.
Das, bei uns hat einer 300. Hier ist der Montagne. Boah, der Montagne geht dahin. Don't open till 30 seconds. Egal, ich weiß, wann ich das Window open muss. Ich bin Pro-Player, du nicht. Ja. Du siehst den Gegner. Ja, das ist Windows draußen halt vor der Tür. Das ist schlecht für uns. Don't see. Mann, halt die Schnauze jetzt! Am der jetzt, ja. Von oben. Ich habe das aufgemacht, damit sie es nicht sprengen können, aber er lag halt so, dass er gesehen werden konnte. Der Montan, der steht da links. Ist er tot? Lol. Nein. WTF. Ja, ist klar. Alles klar. Ja, ist GG jetzt. Alles klar. Ich hab's gesehen, du hast das Ding gezündet. Glaube ich. Also ich konnte mal bewegen, weil ich richtig sehen. What you done? Versammlungshalle ist das Ding. Ja, Partyraum. Party, Party, Henrik. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Wow. Geisel in Sicht. Jetzt los. Die ganzen Idioten spotten ja alle die ganze Zeit. Frisches Magazin geladen. Frisches Magazin geladen. Oh, hat meine Drohne gefunden, ernsthaft. Lass mal versuchen, oben lang zu gehen, Janik. Was bist du? Bist du Thermite, ne? Ja. Hier ist einer, Achtung! Hab ihn. Was? Bist du mit rein? Ja, bist du. Ist sogar schon frei. Er hat hier aufgemacht, also könnten wir hier rein theoretisch durch. Willst du nach unten gehen? Ich gehe durch den Dropper durch. Platziere Sprengladung. Sprengladung bereit. Alter. Er sagt halt, wir brauchen Turm, Alter, aber die Karriere ist doch. Was macht der andere denn da? Die Ash. Die Ash muss aus der Kamera raus. Ja, sie hat mich auch. Ja, ich hab. Ja. Die Kavira, ich hab ihr in die Fresse geschossen. Sie hat doch 60% Leben. Kavira ist down.
eine Drohne. Setze Drohne ein. Aktiviere Drohne. Ja, ich bin genau drauf. Okay, beide sind da drin. Fuck. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Wow. Oh. Ich denke mal, ich werde die Runde aber auch trotzdem gleich mal nehmen. Du hast mir schon so viele Runden. Kann ich die noch hochholen? Anfrage abgelenkt. Niemals. Ja. This time someone go up and reinforce the wall. Das Reinforcen ist im Geiselbereich nicht so wichtig, weil von oben kann sowieso keiner kommen und irgendwie fusen oder so, weil... Ja, aber du kannst ja durch den Dropper durch, ne? Das ist halt das Problem von ihm. Ja, das ist schon, aber... Am schlimmsten finde ich das immer, wenn gefused wird von oben in die Decke rein. Weil das Ding ist einfach so... Ja gut, aber hier ist sowieso alles das Holzboden, da kannst du immer von oben reinfusen, das ist ja egal, ob du den Koffer versteckst oder nicht. Ja, außer in den Keller, Alter, warum nicht? Dusche oder Toilette? Dusche oder Toilette? Ne, ist ja weiß. Toilette, Toilette. Setze Willkommensmatte ein. Mein Gesicht. Sichtkontakt zum Ziel. Störsender Bestätigung. Sichtkontakt zum Ziel. Ach, er ist down. Muss er ja unbedingt, er muss ja unbedingt pieken. Feind im Visier, Erdgeschoss. Feind im Visier! Smog auch down. Die Gegner haben die Geisel gesichert. Es ist nicht euer Ernst, oder? Visier hat sich selber getötet. Sag mal. Der Gegner hat die Geisel evakuiert. Ja, ich hab da noch versucht durchzuschießen an der Stelle. Wow. Er hat sich mit dem Retro-Handy selber getötet. Er wollte es durch das Mira-Fenster schmeißen, nur blöd, dass die Scheibe drin war. Und vor allem Merwin war es von der Seite, wo die Scheibe schwarz ist. Also man konnte sehen, dass das da war. Mann, wie kann man denn so scheiße sein? Sorry, not sorry. Hunger habe ich jetzt, ey. Ich mache mir gleich was zu essen. Bin inzwischen auch nicht mehr so müde wie noch vor 2 Stunden oder so. Oh, ich bin schon ziemlich müde. Mir tut vor allem einfach nur alles weh. Ich mag einfach gleich. Ich bin gar nicht mal so krass müde, oder es geht. Ich bin halt schon müde, aber jetzt nicht so mega schlimm. Aber ich will mich einfach hinlegen. Mir tut einfach alles weh. Allein die Couch da reinzubekommen, gestern oder vorgestern oder am Freitag, das war echt so eine Qual einfach nur. Anfänger. Hm? Anfänger. Nee, das war echt das scheiß Kleintreppenhaus. Du konntest das Ding. Das ist das Problem. Dass du halt, wenn du halt Verpackung so ist, dass du
Also generell die Couch, dass du nirgends so richtig hingreifen kannst. Du hast keine Laschen zum Heben oder irgendetwas. Du musst irgendwie mal so. Ja, man soll ja nicht aus dem Kreuz. Wie willst du das Ding denn anfassen, ey? Erstmal unten lang gehen. Okay. Wo ist das Ding denn? Hm? Pass auf, die können ja sein, du hast halt eine Schrotze, ne? Richtig. Kontakt! Kannst du was aufmachen? Ja, aber dann geh mal weg, ich mach das lieber hier bald. Ja, hätte ich es jetzt aufgemacht. Soll ich? Ja. Auf der anderen Seite? Ja, hier wo ich gepinkt habe, das ist besser. Weil da können wir halt, wir können halt nur von rechts geholt werden. Dann kommt schon was. Die kommt. Hab sie. Wir haben den Frost, ne? Ja. Geht nicht kaputt, ne? Warte mal. Ich werf da jetzt. Oh. Warte. Ich werf jetzt mal hier. Da. Kamera. Frostfall ist down. Andere Frostfall ist down. Die ist halt der Knife halt. Da war noch einer, den habe ich. Da habe ich noch einen. Warte, bevor du pushst. Warte, push noch nicht. Okay. Ja, sie kam gepusht. Ich wollte das erst wegmachen, dann hat das nicht funktioniert. Dann kommt die Omelke und... Die ist geflogen. Die ist wohl weggeschrotzt worden. Ja, die ist echt weggeflogen. Das war witzig. Ist ja witzig. Er sagt wie Gott das. Wow. Wow. Da ist ein Colter von so ein. Komm, Mervin, wie Gott das. Außer mit 6-4. Mittlerweile bin ich sogar viert. Du hast 8-3. Wann hast du die ganzen Kills denn gemacht? Ich mach die ganze Zeit über Sicky Kills, Mann. Ich hab gerade 3 Kills in der Runde gemacht. Oh, sind wir wirklich wieder hier. Das ist voll schlecht hier. Ich hasse den Spot. Geht nicht. 5 Sekunden noch. Das geht aber. Damit wird niemand rechnen. Ja, sonst sind halt hier, ne? Ihre Fenster ist halt schon echt böse an manchen Stellen. Ja, welcome mate over here. Welcome mate, Junge. Willkommen, Junge. Welcome mate. Mm. Ah, die schöne MP5, ey. Wie die Waffe. Tote deutsche Maschinenpistole 5. Erstmal am Handy rumspielen. Seht ihr eh nichts. Störsender bereit.
Und eine tot. Im Spiel. Im Spiel. Im Spiel am Handy bist du mit der Drohne unterwegs. Das ist einfach für komisch, ey. Whatever the situation, don't open the canister. If you open the canister, we will die. Don't open it. Weil wir wissen, dass wir das nicht open müssen. Ja, nix wieder down. Ja, weil man es wieder einfach nicht erkennen kann, weil der Gegner einfach genau vor dem Umriss von meinem Mate steht und nicht erst, er hat ein Leben. Er hat ungefähr 1 HP mehr. Er hat legit 1 HP. Wir werden hier so gefistet gleich. Hier wird gleich alles reingeschmissen, was geht. Da kommt ein Schild gerade an, ne? Mhm. Ja. Ihr werdet so gefickt werden. Ja, wir werden hier so drauf gehen. Oh, das Schild ist fast tot. Hey Mervin, mach rechts das Fenster auf und krabbel durch. Wir müssen nur überleben. Lol. Das ist nicht wahr. Was? Was? Ja. Ich... Ja, weil wir halt in dem Ding, ne, da müssen die halt nur noch reinsprayen. Ja, und der Raum ist halt einfach scheiße. Ich finde die große Halle halt viel besser. Alter, wird's immer so unnötig spannend, ey. Schaff ich die 10 Kills? Zweistellig, ja, ne? Meine Follower, Junge. Das kann nicht deine Folge sein. Ach, safe, Mervin. Was so viel zum Uploaden, da wirst du nur mehr gedrosselt. Ihr müsst die Geisel finden. Du lachst, ich lache. Aber es war, es ist wahr. Die sind unten. Höchstwahrscheinlich. Ja. Okay. Ah, ich kam nicht mal ins Dingens rein. Weil wir können auf Baustelle rein. Ja, ja, bin ich hier gespawnt. Ultra weit weg. Ja, es ist halt echt ultra weit weg. Ich muss erstmal die ganzen 2 Minuten dahin, ey. Ah, er ist schon down. Ja, er ist auf dem Dach gefallen, Mervin. Nee, unsere nee, Position ist gefährdet. Wow. Ja, hätte gern Kevira.
Alter, ich wurde einfach 25 Mal, aber das Spiel interessiert es nicht. Die Frost ist oben in der Halle, Mann. Okay. Nice, setz dich mir. Du dumme Nutten. Basti, ey. Von wo? Oh, da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Das ist nicht euer Ernst. Wow. Wir verlieren die Runde. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ja. Das Loch, das Loch! Einer vom eigenen Loch bleibt. Nicht. Ja, ist jetzt vorbei. Er hat noch 20 Sekunden und läuft halt zur anderen Seite der Map, ey. Es bleiben noch 15 Sekunden. Es bleiben 15 Sekunden. Eigener Trupp getötet. Der Bandit saß es ungelogen, die komplette Spiel über saß der Bandit da in der Ecke. Na gut, ich würde sagen, war trotzdem eine spannende Runde. Wir haben gut abgeräumt. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Tschüss.